Lampe. Grüß Gott, ich will mein Müllvideo endlich machen. Es wird langsam Zeit. Ich fange auch gleich mal an, weil diesmal ist es ein bisschen mehr als sonst. Also meine Aufbruchphase kommt wieder zurück, falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Und deswegen fangen wir auch gleich mal an. Kosmetiktücherbox, da habe ich eine diesmal mit Koi-Fischen. Ich liebe Koi. Aber das ist eine andere Story. Die habe ich im Badezimmer stehen, weil die ein bisschen handlicher ist in meinem Bad. Die größere, die kann ich nicht in meinem Badezimmer stellen, weil die, was da hinten steht mit dem Sailor Moon, weil die ist viel zu groß. Waterbeds, die großen, die habe ich mir auch wieder nachgekauft, weil ich die fürs Gesichtswasser einfach viel, viel lieber mag. Dann habe ich hier noch Waterpads von unserer Eigenmarke, von Müller. Ja, da ist das Design noch sommerlich. Ja. Habe ich aber, glaube ich, eh keine Backups mehr. Dann habe ich leer gemacht. Einen Rasierschaum. Schaum. Ich habe jetzt gerade geschaut. Den mochte ich sehr, sehr gern. Aber ich mag den Duft jetzt in der jetzigen Jahreszeit einfach nicht mehr. Er ist super. Ich habe mir auch, glaube ich, ein Backup noch geholt. Bin mir nicht sicher, ob ich mir noch ein zweites hole. Das muss ich mir noch überlegen, weil ich mag das echt gern. Weil das ja Melone und Kokos war. Das mochte ich wirklich sehr, sehr gern. Nur ich muss überlegen, ob ich mir jetzt noch ein Backup hole oder nicht. Ich habe eh so viel Zeug, das ich noch aufbrauchen will. Andere Rasiergel, die ich leer machen sollte. Dann habe ich einen Badezusatz aufgebraucht von Dresden Essenz. Das sind diese Dreckspatzbäder. Ich finde die so niedlich. Das ist dieses Alles wird gut. Das habe ich mir mal gemacht, wo ich so schlechte Laune hatte. Also diese Dreckspatzbäder würde ich mir auch auf jeden Fall wieder nachkaufen. Dann habe ich einmal diese No-Straps von Mutantische Nässe aufbraucht. Ich war eine Zeit lang nicht so zufrieden mit denen. Sie machen jetzt nicht dasselbe, was die Biore No-Straps bei mir machen. Das auf gar keinen Fall. Vergleichbar sind sie nicht, aber sie sind okay. Sie wären jetzt doch, wenn ich es länger drauf lasse, steht da hinten 15 bis 20 Minuten. Und wenn ich sie noch ein bisschen länger drauf lasse, dann wird das wirklich komplett hart. Das einzige Problem ist, die kleben halt bei mir nicht so gut auf der Nase. Die lösen sich immer auf den Seiten und deswegen mag ich die jetzt nicht so wie die von Biore. Aber ja, ich habe da noch ein paar Backups, also wird das jetzt noch eine Weile brauchen, bis ich die... Aua, jetzt hat meine Schulter knackt, ich bin neugierig, ob man das dann gehört in dem Video. Deswegen werde ich noch ein paar aufbrauchen müssen. Dann habe ich einen Reinigungsschaum aufgebraucht von Altera. Den hatte ich mal in einem Tauschpaket, weil wir haben ja keinen Rossmann in Österreich. Den fand ich am Anfang echt schrecklich. Am Anfang fand ich den Duft so grauslich. Aber ich habe den dann gerne in der Früh benutzt. Wo mein anderer Waschschaum leer gegangen ist, habe ich den gerne in der Früh verwendet. Und der ging auch relativ schnell leer. Aber nachkaufen würde ich es mir nicht. Erstens komme ich ja nicht dran. Und zweitens würde ich ihn mir vom Duft her auch nicht nachkaufen. Da würde ich eher andere probieren. Zum Beispiel den von Biotherm würde ich gerne mal ausprobieren. Dann, das ist eh nichts Neues, mein Trockenshampoo von Batiste, das Sweetie, das kennt ihr eh auswendig. Da habe ich mir auch jetzt wieder ein paar Backups gekauft. Habt ihr vor kurzem in einem Haul-Video gesehen. Dann habe ich eine Tuchmaske leer gemacht und die war ja echt Schande. Ich habe da noch eine zweite zum Vergleich. Also von der war ich mega enttäuscht, von der Balea. Die hat überhaupt nicht am Gesicht gehalten. Also die hat sich so richtig gelöst nach einer Zeit. Obwohl die auch, sie war auch, finde ich, nicht so durchdrängt mit Feuchtigkeit, dass das gehalten hat auf der Haut. Also irgendwie, ja, ich war nicht so begeistert von der. Das war die Granatapfel. Sie hat so gut geduftet nach Granatapfel, aber die gibt es auch, glaube ich, eh nicht mehr. Das war eine Limited Edition, aber ich fand die jetzt nicht so berauschend. Welche ich aber berauschend fand, war diese hier. Die war mega. Leute, die war mega. Ihr kennt sie, die habe ich schon mal aufgebraucht. Die habe ich mir ja auch beim Tikimex gebunkert. Da hoffe ich, dass die mal die bald wieder bekommen. Deswegen habe ich auch jetzt eine aufgebraucht im Vergleich zu der Balea und ich liebe die. Ich möchte ja... dieser blöde Frosch im Hals. Ich möchte auch unbedingt eine Toni Moly Maske aufbrauchen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt im Dezember mal machen. Ich möchte nämlich... Vielleicht mache ich mal heute eine Toni Moly Tuchmaske. Aber die hier, die liebe ich. Ich habe schon Angst, dass meine Backups leer werden. Deswegen hoffe ich, dass der Tiki Max die irgendwann nochmal hat, aber... Die liebe ich einfach. Die sind Hammer, die Masken. Also die Maske, ich kenne ja nur die. Ich weiß auch gar nicht, welche Marke das jetzt war. Ich habe aber, glaube ich, noch eine von der Marke. Aber mal schauen. Dann habe ich noch eine Maske aufgebraucht von Freeman. Ihr wisst, die Masken liebe ich auch so, so, so sehr. Nur leider habe ich keine mehr bald, glaube ich. Das war die Avocado, die war so geil. Ich finde, die riecht auch nicht nach Avocado. Die riecht einfach nur gut. Keine Ahnung nach was, aber sie riecht einfach gut. Wenn ich dazu kommen würde, würde ich mir die auf jeden Fall nachkaufen von Freeman, weil ich liebe die Freeman-Masken.
So, dann habe ich ein Babyshampoo aufgebraucht. Das war dieses Himbeer und Brombeere. Das habe ich leider kein Backup mehr erwischt davon. Ist jetzt nicht so schlimm, aber... Ja, ich habe genug Shampoo, die ich eigentlich für meine Pinsel mit benutzen kann. Deswegen mache ich das auch jetzt so. Ich kaufe mir dabei kein Babyshampoo mehr nach aus. Es kommt eine Limited Edition raus, aber... Ich werde jetzt mal meine Shampoos für die Pinsel auch verwenden, die ich habe. Obwohl ich die für meine Pinsel lieber mag. Weil das, was ich jetzt für meine Haare verwende, mag ich überhaupt nicht für meine Pinsel. Aber ja. Meine Pure Camille Reinigungstücher, die haben mir die Verpackung geändert und auch den Duft. Ich habe das ja in einem letzten Video, glaube ich, erwähnt. Im letzten aufgebraucht Video. Langsam gewöhne ich mich dran. Langsam. Es ist noch immer heftig vom Duft her. Es geht schon. Am Anfang war es so richtig... Und jetzt geht es schon so halbwegs. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die weiterhin verwenden werde. Zum Abschminken. Das bin ich mir wirklich nicht sicher. Deswegen habe ich mir mal jetzt andere gekauft und werde die auch mal ausprobieren fürs Gesicht. Nicht nur immer für die Hände zum Abschminken, wenn ich was swatche oder so. Deswegen, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich bei denen bleibe. Ihr wisst, ich habe die Pure Camille schon jahrelang, wirklich jahrelang, aber bei denen bin ich mir echt nicht sicher, ob ich die weiterhin benutzen soll. Zum Beispiel die hier, die benutze ich ja immer eigentlich für meinen Schminktisch, weil die relativ günstig auch sind und deswegen nicht so schade sind, wenn man die einfach für Swatches oder sonst irgendwas wegmacht. Ich mag auch die vom Duft sehr gerne, obwohl ich die blaue Variante jetzt zurzeit lieber mag von denen. Da müsste ich auch noch Backups von denen haben. Ich müsste die mal auch fürs Gesicht ausprobieren, ob ich die vertrage. Ich glaube, ich vertrage sie schon, aber ich müsste mal gucken. Weil die würde ich auch gerne mal fürs Gesicht benutzen, weil die halt mit Honigmelonenduft sind, ja. Aber wir werden sehen. Ich habe jetzt eh ganz viele Backups noch, glaube ich. Ja. So, dann habe ich einen Duschschaum leer gemacht und den mochte ich so, so gerne. Oh, ich habe den so geliebt. Und der ist leer. Das ist vom Balea, der Sweet Cake mit Cheeseberry. mit Strawberry and Cheesecake Duft. Mit Cheeseberry. Alter Schwede. Der war echt gut, der Duschschaum. Ich habe leider noch so viele, sonst würde ich mir den nachkaufen. Ich habe Angst, dass Balea mir den aus dem Sortiment nimmt, weil den würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Der ist geil, dieser Duschschaum. Ich mag die Balea irgendwie viel, viel lieber als diese Bilou. Viel, viel lieber. Bäh, schaut grausig aus. Dann habe ich hier eine Seife leer gemacht. Das ist die von Balea. Da habe ich euch ja vor kurzem das Nachfüllpack gezeigt. Ich werde mir die auf gar keinen Fall nachkaufen, weil ich mag die überhaupt nicht. Leider. Und ich muss sagen, es gibt jetzt neue Limited Editions beim Müller. Und die muss ich mal unbedingt holen. Apfelzimt, glaube ich. Und irgendwas mit Orange Ingwer. Und die muss ich mir unbedingt holen. Deswegen bin ich gerade brav am Seifen aufbrauchen. Ganz, ganz brav am Seifen aufbrauchen. Dann habe ich hier ein Duschgel, das war grottenschlecht. Normalerweise bin ich ja ein Schoko-Duschgel-Freund. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. So in der Verpackung riecht es auch urgeil. Aber in der Verbindung mit Wasser und meinem Körper war das die Hölle. Es gibt es, glaube ich, ja sogar noch, nur hat das die Verpackung anders oder beziehungsweise ist die Verpackung verändert worden. Die ist jetzt nicht mehr so länglich, sondern breiter. Aber ich würde es mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Auf gar keinen Fall. Da würde ich eher das Palmolive bevorzugen, wenn die Arschgeigen das nicht rausgenommen hätten bei Müller. Ja. Das würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch aktuell gibt. Dann habe ich hier einen Badezusatz leer gemacht von Balea. Den fand ich super. Der hat jetzt keinen Schaum oder so gemacht, aber das Wasser, die Farbe, was das... Das war Hammer, das war richtig dunkel lila, das war so, so schön, also den will ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Duft und so war bei, aber ich gebe eh noch so einen Badezusatz noch mit rein, also deswegen, also mir ging es nur dabei um die Farbe und die Balea sind eh nicht so teuer. Dann habe ich noch einen Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht von Hofer, kennt ihr eh auswendig, die benutze ich ja jedes Mal und brauche ich immer auf. Das ist mein absoluter Favorit, ich fange bald den dunkelblauen an. Und ich bin gespannt, ob es so bleibt und dass ich den trotzdem noch mag. Wir werden sehen. Dann habe ich leer gemacht, weil wir ja das Fotoshooting hatten, mein Handdesinfektionsgel. Das hatte ich in der Arbeit mit. Das ist dieses Lemon and Lime, also Zitrone und Limette. Das fand ich überhaupt nicht so gut jetzt. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch ein Backup habe. Ich fand das nicht so gut. Wirklich nicht. Also... Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Ich war schon ewig nicht mehr beim Primark, also ich weiß auch gar nicht, welche es noch gibt. Und ich habe noch ganz, ganz viele, deswegen werde ich mir auch dabei keine nachkaufen, sondern eher welche aufbrauchen. Dann habe ich eine Probe leer gemacht
von Yves Rocher. Das ist aber, die habe ich aber fürs Dekolleté verwendet. Ja, weil ich habe die auch in Originalgröße und deswegen will ich ein paar Proben leer machen. Dann habe ich eine Maske leer gemacht, wieder von Freeman. Das ist die blaue. Die finde ich auch geil. Ich finde, die riecht nach Marzipan. Ich kann mir nicht helfen, ich finde, die riecht nach Marzipan. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Deswegen werde ich, also die Avocado, die weiße und noch irgendeine sind meine Favoriten. Wirkliche Favoriten. Ich liebe die Freeman-Masken. Ein paar habe ich, glaube ich, noch, aber nicht mehr so viele. Dann habe ich meine Zahncreme von Terra Naturi aufgebraucht. Die habe ich mir auch wieder nachgekauft und benutze ich aktuell wieder. Ich mag die. Also ich finde die nicht schlecht. Ich würde die mir auch, glaube ich, weiterhin nachkaufen. Ich muss halt noch beobachten, wie lange ich mit einer auskomme. Aber mal schauen. Mein Micellenreinigungswasser ist leer geworden. Das habe ich immer am Abend benutzt als Gesichtswasserersatz, weil das ja noch ein paar Megapreste runternehmen soll, diese Micellengeschichten. Deswegen habe ich mir gedacht, benutze ich das am Abend. Und das habe ich jetzt leer gemacht. Das habe ich mir sogar als Backup nochmal nachgekauft, weil das fand ich wirklich, wirklich gut. Ich mochte den Duft, ich mochte das, was es gemacht hat. Ich kann nicht verstehen, warum ich aufgehört habe, das mir nachzukaufen. Ich weiß es nicht, aber ich habe ein Backup. Jetzt zurzeit benutze ich was anderes von Lancôme, was ich auch gut finde, was mir aber viel zu teuer wäre nachzukaufen. Ich habe mir das schon angeschaut. Deswegen habe ich mir das jetzt wieder nachgekauft. Ich will aber demnächst dann so eins von TK Maxx mal probieren. Mal gucken. Ich finde das halt auch gut, dass es ein Bumspender hat. Ich bin so ein faules Schwein in letzter Zeit, das von Lancôme muss ich immer aufschrauben und das macht mir überhaupt keinen Spaß. Aber das ist absoluter Hammer. Würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich habe es mir auch wieder nachgekauft. Dann habe ich eine Afrigen-Peeling-Maske leer gemacht. Die gibt es schon ewig nicht mehr. Die habe ich geliebt bis zum Umfallen. Die war leider Limited Edition. Ich verstehe nicht, warum die nicht ins Sortiment aufnehmen. Ich muss jetzt meine Backups mal langsam leer machen, weil die schon sehr, sehr alt sind. Deswegen habe ich auch jetzt eine leer gemacht. Und ich werde noch weiterhin meine Backups leer machen. Ich muss, weil sonst wären die nur unnötig kaputt. Dann habe ich meine Antifalten-Augenpads aufgebaut. Beziehungsweise eine, glaube ich, habe ich jetzt noch im Kühlschrank, wenn ich mich nicht irre. Ja, könnte gut möglich sein. Aber ich habe das schon so zum Herzeigen genommen, weil ich habe eines da reingetan, was ich leer gemacht habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, zeige ich euch die Schachtel auch gleich, weil das andere habe ich im Kühlschrank gegeben, was das letzte Stück da drin war. Ich habe auch irgendwo Backups, ich weiß aber nicht wo. Das heißt, ich muss mal meinen Kasten ausräumen und muss die suchen, weil die gebe ich in meinem Kühlschrank. Und wenn ich merke, dass nach einer Zeit meine Augenpartie ein bisschen angeschwollen ist und ich zu wenig geschlafen habe, dann mache ich das mit einer dicken Schicht Augenmaske drunter. Hammer. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ich komme halt so selten zu dem, aber die würde ich mir immer wieder nachkaufen. Obwohl ich eigentlich die von unserer Eigenmarke auch mal probieren will. Von Müller. Weil die interessieren mich auch. Dann habe ich eine Probe von dieser Haarmilch aufgebaut, von Nivea. Die finde ich gar nicht so schlecht, nur ich bin ja kein Nivea-Fan. Nachkaufen, glaube ich, würde ich mir das Shampoo nicht. Erstens mal, weil ich so viel habe und zweitens, weil so besonders jetzt auch nicht war. Die Haare waren zwar schön danach, aber ich glaube, ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich von Balea einen Badezusatz, den fand ich grottenschlecht. Normalerweise mag ich Kokos, aber den mochte ich überhaupt nicht. Deswegen würde ich den überhaupt nicht nachkaufen, sondern eher den lilanen, den ich euch vorher gezeigt habe. Wir haben noch ein bisschen was. Dann habe ich leer gemacht ein Spülmittel, das zeige ich euch nur ganz kurz. Das ist ja dieses Happy Melon, diese Limited Edition Geschichte. Ich habe leider kein Backup mehr, aber ich mochte das so, so gerne. Und ich finde es so schade, dass das nicht nochmal rauskommen ist, weil das war echt gut. Eins meiner absoluten Lieblinge. Ja, ich habe ein Bodyspray endlich mal leer gemacht. Endlich, habe ich den zweimal. Den habe ich euch vor kurzem noch in irgendeinem Video gezeigt, den leeren. Den zweiten versuche ich krampfhaft aufzubrauchen. Ist überhaupt nicht leicht für mich, aber ich versuche es trotzdem. Ja, ich mag's. Also das war so eine pinke Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnern könnt. Ich mochte den sehr, sehr gerne. Nur das Problem ist, wenn man... Jetzt rieche ich ihn natürlich schon, weil ich ihn heute jetzt noch nicht gerochen habe. Aber umso öfter ich ihn sprühe, umso weniger kriege ich den Duft mit. Und ich habe auch nicht das Gefühl... Es ist ja auch nur ein Bodyspray und kein Parfum. Aber ich benutze den halt in der Arbeit. Den hatte ich auch zuerst in der Arbeit und ich habe das dann umgefüllt, weil ich mir gedacht habe, das ist ja unnötig. Dann lasse ich den einen in der Arbeit und den zähle ich schon als aufgebraucht. Weil da war nur noch so viel drinnen, glaube ich. Deswegen habe ich den in die Flasche gefüllt, die ich in der Arbeit im Spind habe. Ja. Kann ich sowieso nicht mehr nachkaufen. Also brauche ich nicht mehr weiter darüber reden. Und ich habe eh so viel Zeug, also nachkaufen würde ich mir sowieso keinen. Das war nur, ich mag den Duft so gern, weil das genauso riecht wie diese Sprühdinger, die ich für die Haare habe. Dann habe ich ein Yves Rocher Duschgel aufgebraucht, das Baumwolle.
Ich hatte das besser in Erinnerung. Also mir hat das überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht. In der Verpackung schon, aber an mir nicht mehr. Ich kann mich aber erinnern, dass ich das mal mochte. Also keine Ahnung, ob das nochmal rauskommt oder nicht, aber wenn nicht, wäre ich nicht traurig darüber, weil das würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Da bevorzuge ich mein lila Reisduschgel. So, ein paar Sachen haben wir noch und als nächstes haben wir zum Beispiel nochmal eine Pio-Kamelle Reinigungssücher-Verpackung. Das ist aber die alte Variante. Die riecht viel besser. Die riecht wirklich viel besser. Ich habe bis jetzt die Fouché noch nicht geschrieben. Ich werde davon ein Foto machen und das auf den Computer hochladen, damit ich denen schreiben kann, dass die den Duft wieder machen sollen und den anderen auflassen sollen, weil der andere Duft ist echt ekelhaft. Ich meine, es geht langsam schon, aber ich finde den alten trotzdem viel besser, jetzt wo ich den Vergleich halt da habe. Da habe ich noch eine Maske leer gemacht und die war mega geil. Die gibt es leider nicht mehr. Das war mal eine von Modane de Jeunesse. Die gibt es leider überhaupt nicht mehr. Wenn man die lang genug drauf lässt, wird die ganz hart. Und wenn man die dann abwäscht, wird die Haut so weich danach. Und ich glaube, ich habe auch leider kein Backup mehr davon, weil die war wirklich gut. Die war wirklich gut. Isana Young Maske habe ich auch aufgebraucht. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Seite ich davon besser fand. Ich meine, die war ja sowieso Limited Edition, die gibt es ja überhaupt nicht mehr und ich komme da ja eh nicht dran. Aber eine von den beiden fand ich gut, ich weiß nur nicht mehr welche. Keine Ahnung, ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Aber ich habe sie aufgebraucht. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Dann, das muss ich aufheben. Ich habe endlich was aus meinem Projekt aufgebraucht. Das ist diese Chorus Watermelon Maske. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe die endlich aufgebraucht. Ich würde mir diese Chorus-Dinger nicht mehr nachkaufen. Ich habe eh so viel Zeug. Jetzt habe ich auch noch die Chemex-Masken und das Ganze. Also nachkaufen würde ich mir das nicht mehr. Aber es war gut. Es war gut. Und ich darf bloß nicht vergessen, das aufzuheben. Weil ich will das ja in dem Video dann herzeigen. Ja, dann habe ich eine Mascara leer gemacht. Ich habe die dieselbe noch immer jetzt in Verwendung. Also leer gemacht ist gut gesagt. Ich glaube, die ist einfach nur austrocknet. Man sieht das eh voll, da kommt überhaupt keine Farbe mehr runter. Nicht einmal da am Rand hängt was. Also die ist mir, glaube ich, eher eingetrocknet. Aber ich finde die ganz okay, aber ich glaube nicht, dass ich sie mir nachkaufen würde. Ich benutze sie jetzt nur in Kombination mit meiner Lancôme, weil die Lancôme verklebt ein bisschen meine Wimpern. Und wenn ich mit der drüber gehe, dann kriege ich die wirklich so schön trennt. Also so wie da jetzt. Also ich liebe das Ergebnis, was die gemeinsam machen. Aber ich würde mir, glaube ich, beide nicht nachkaufen. Nein. Nein. Glaube ich nicht, nein. Ich habe außerdem sowieso so viel noch. Die muss ich erstmal alle aufbrauchen, die Mascaras. Sprudelbad habe ich aufgebraucht. Ah, das war das von Isana. Das war mega geil. Ich weiß nicht mehr, von wem ich das habe. Ich glaube, von meiner Freundin. Ich habe gar nicht gesehen, dass da sogar drauf stand, dass das erstens mal lange sprudelt und zweitens, dass es ein Herz war. Das fand ich sowas von süß. Ich habe das geliebt. Ich fand den Duft so geil. Der Duft war mega geil. Und ich fand das auch so süß, dass es in Herzform war. Ich glaube, ich habe das von der Kathi bekommen. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber das fand ich so, so gut. Und schade, dass ich das nicht noch einmal habe. Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Elisabeth Arden. Das sind diese Pads, was ihr in dem Tikimex Haul gesehen habt. Ja, ich liebe die. Das war echt ein angenehmes Gefühl. Ich habe jetzt noch, glaube ich, eine Probe, die werde ich jetzt auch noch aufbrauchen und dann werde ich das große Ding anfangen und ich freue mich schon so drauf, weil ich es euch ja auch jetzt endlich gezeigt habe. So, dann habe ich noch eine Maske leer gemacht. Das war die Teebaumöl Gesichtsmaske. Die würde ich mir niemals wieder nachkaufen, weil die fand ich mega schrecklich. Also die würde ich mir auf gar keinen Fall wieder nachkaufen. Nein, nie wieder. Ich habe sogar noch eine Probe von Yves Rocher aufgebraucht. Sehr fleißig war ich. Und noch leer gemacht habe ich den Express Dry Spray, weil ich mir jetzt öfter meine Nägel wieder lackiere. Ja, ich finde ihn gut. Also, ihn gibt es ja eh nicht mehr. Den habe ich mir ja um 95 Cent oder so gekauft, reduziert. Ich finde ihn gut, aber er geht relativ schnell leer. Ich habe nämlich da schon meinen neuen angefangen, wenn ihr es genau wissen wollt. Dann habe ich aufgebraucht mein Kokospeeling von Yves Rocher. Und ich war, wie ich mit der Vivi unterwegs war, waren wir ja auch im Yves Rocher drinnen und die haben dieses Peeling aufgelassen. So sieht das aus. Ja, die haben das auflassen. Das Kokos war jetzt nicht mein Favorit vom Duft her. Vom Peeling-Effekt aber auf jeden Fall. Und ich finde das so scheiße, dass sie das wieder rausgenommen haben, weil das ist erst neu wieder kommen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Warum nehmen die immer meine Sachen raus? Immer die, die ich liebe. Ich glaube, die haben was gegen mich. Ich
ich weiß nicht was, aber ich glaube, die haben was gegen mich. Ich habe jetzt noch zwei Backups, die habe ich mir noch gekauft. Ihr seht sie dann im Kaufverhalten-Video, dann, was danach online kommt. Ja. Aber ich bin echt traurig, dass es das nicht mehr gibt. Da bin ich wirklich traurig, oder? Wirklich traurig. Drei Sachen haben wir noch, dann haben wir es geschafft. Ich habe leer gemacht meine Elisabeth Arden, diese Kapseln, die, was ich hier drinnen hatte. Ich habe die ja oft als Ding mal bekommen. Und die Dose hebe ich mir diesmal aber wirklich auf, weil die letzte, die kleine, was ich in einem Video gezeigt habe, habe ich ja weggeschmissen. Dann habe ich noch zwei Make-up-Produkte. Einmal ein Kajal von Art Deco. Den fand ich schrecklich. Den fand ich so schrecklich. Den würde ich mir niemals, also Art Deco Kajalstifte würde ich mir niemals nachkaufen. Das war auch ein Tester. Nein. Ihr wisst ja, ich mag braune Kajalstifte, aber der einfach nein. Der ist einfach, ich habe den ja oft unten tragen am Wimpernkranz. Nein. Der ist dann immer verschwunden. Also einfach nein. Dann habe ich aufgebraucht meinen Lancôme-Puder und darüber bin ich wirklich, wirklich traurig, weil ich habe dieses Puder so geliebt. Ich mag das auch lieber als das Catrice, was ich jetzt aktuell wieder verwende, wo ich ja geschwärmt habe jahrelang davon. Es ist ähnlich, aber das von Lancôme ist noch eine Spur besser. Ich, boah, das schaut ja echt aus. Könnt ihr das sehen? Da hätte ich noch ein bisschen Rest drin. Ah, oh, Lancôme Puder. Oh, Nostalgie pur. Es staubt total rum und jetzt bin ich total dreckig. Kommt davon, wenn man sich dann noch den Rest aufs Gesicht draufklatscht, obwohl man eh schon 10 Kilo Puder drauf hat. Ich habe das so geliebt, leider gibt es das nicht mehr. Das habe ich mir mal damals beim Müller reduziert gekauft, wie ich angefangen habe dort zu arbeiten. Ich hatte das in der Handtasche und dann ist mir das zerbrochen. Mein Herz hat geblutet, deswegen wollte ich das unbedingt aufbrauchen. Ich wollte es nicht wegwerfen, sondern ich wollte es aufbrauchen. Ich bin auch stolz auf mich, dass ich es aufgebraucht habe, weil ich habe es geliebt. Ich werde mir das dabei auch nicht nachkaufen können, weil ich habe noch so viele Essenz und so, die ich mir jetzt gekauft habe. Das bereue ich voll, dass ich mir so viele Essenz-Puder nachgekauft habe. Weil ich würde mir von Lancôme schon eins kaufen. Oder von MAC oder so. Ja. Ja. Ich bin ruhig hell. Noch blass, ich habe glaube ich zu wenig Bronzer drauf. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Es ist, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen kurz, aber ich glaube, das bilde ich mir nur ein wieder. Ja, es sind viele Sachen leer worden, die ich, naja, kann ich nicht sagen. Eines ist leer worden, das Lancôme Puder, wo mir wirklich mein Herz blutet hat, aber ich kann stolz sein, dass ich das leer gemacht habe. Ja, ich rede jetzt nur noch Blödsinn daher, deswegen beende ich das Video jetzt, weil ich auch voller Puder bin. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!